Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin der Shorty von der Test Area. Wir sind auf der Websonnenseite und wir haben einige Missionen am Laufen. Ich guck mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fahrzeuge sind in Action. Das heißt, es sind schon 5 Missionen. Und wie man oben rechts an meinem Kontostand sieht, da tackern die Lohnkosten runter, ne? Ohne Ende. Ich habe ja schon den Kredit aufgenommen, damit wir die Lohnkosten deckeln können. Das zahlen wir natürlich alles zurück, wenn die Missionen fertig sind, wa? So, tappen wir mal durch. Der Park hier, den brauche ich ja immer zum Einfahren, damit er mir nicht im Weg ist. Das ist unser Traktor mit unserem Anhänger, den ich genommen habe, weil bei der Mission hier war ja ein Anhänger bei, der die Frucht nicht laden kann. Ich glaube, das war ein Möhrchen. So. Hier, genau. Möhrchen. Der wartet auf den Abfahrer. Der kommt dann gleich. So, hier sind wir auch mit Zuckerrüben zugange. Der Abfahrer ist schon wieder auf dem Weg. Jetzt geht sie HB-Getreidespeicher. Ja, hier geht's rund auf der Map, sag ich euch. Heidewitzka. Hier stecken wir. Das sind die rote Beete, glaube ich, hier, ne? War das nicht das schwierige Feld? Nee. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Wendtor. Feld 9. So, aber ich glaube, das sind die rote Beete hier. Gerade. Wir werden ja in den Bunker geschmissen. Ja, das Feld war so ein bisschen zickig am Anfang. Ne? Naja, gut. Hier wieder Möhrchen. Alle Fruchtarten, also alle Missionen mit der gleichen Fruchtart werden immer in einen Topf geschmissen. Das ist technisch irgendwie im LS so. Ist aber halb so wild, finde ich. Man muss halt aufpassen, wenn eine Mission abgeschlossen ist, muss man es laufen lassen. Ne? Wenn du eine abgeschlossene Mission hast und du speicherst und schaltest das Spiel ab, kannst du die Mission am Ende nicht mehr. Ach ja, der fährt zum Restaurant, der andere zu GCHB. Du kannst dann am Ende nicht mehr die Mission abgeben, dann ist die Kohle futsch. Ah ja, hier dieses enge, von mir kreierte Gedönse und die Zufahrt. Da steht schon wieder einer. Hier am Restaurant geht's rund, ne? Also die müssen ja einen großen Keller haben bei der Anzahl von Möhren und was die sich so alles gönnen. Das ist ja schon Wahnsinn. Der nächste ist fertig, der nächste kommt. Das ist fast wie beim Häckseln hier. Apropos Häckseln. Ich weiß nicht warum. Auf der einen Art ist Häckseln voll der öde Job, ja. Auf der anderen Art ist es aber eine interessante Abwechslung. Da könnte man auch mal wieder, ne? Naja. So, wir hatten noch mehr lukrative Missionen. Die wollte ich, ne, Ernte Mais auf Feld 32. Vertrag akzeptieren, Geräte ausleihen. Natürlich, wir wollen mal sehen. Ich will das ja mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Gucken, was passiert. So, ein Glas, Maisgebiss, ein kleiner Traktor, da kümmern wir uns gleich drum. Nehmen wir erstmal unseren kleinen Traktor. Wir müssen noch mal eben schauen, die 32. Und das Ganze geht zum Supermarkt. Das heißt, wir müssen Feld 32 anbinden. Ach, wo immer das auch ist.
Und dann müssen wir den Supermarkt suchen. Und 33. Den Supermarkt. Ah, hier ist die 32. In der Nähe der GCHB. Okay, also ganz am Rand hier. Ich fahre mal jetzt einfach hier hin, hier lang. Ich sehe ja auf der Minimap, dass die 32 links von mir blinkt. Ah, hier ist ja, genau, hier ist ja unser Feld. Das Feld daneben möchte ich bald dazu kaufen. So Sachen halt. Das wird noch spannend. Wir haben 13:41 in-game. Wir müssen uns sputen. Wird bald dunkel. Ich arbeite ja nicht gerne im Dunkeln, ne? So, jetzt werde ich erst die 32 anbinden. Und dann schauen wir wegen dem Supermarkt. So, ich stehe jetzt hier oben in der Ecke. Ich habe zwei Felder angebunden, weil die beieinander lagen. Die 35 und die 32. Und der Kontostand sagt schon wieder. Ne? Aber das trotzdem, das Geld kriegen wir ja um ein Vielfaches wieder. Das lohnt sich. So, jetzt wollen wir mal schauen. Irgendwo muss hier dann ein Missionsziel Ausrufezeichen sein. Supermarkt. Supermarkt ist hier. Was ist das? Die Spinnerei. Der Supermarkt ist beim Fahrzeughändler. Guck an. Ich bin da oben. Ich könnte doch dann eben, den lasse ich mal hier stehen. Oh, hier. Oh, hier. Oh. Genau hinter der Zugmaschine. So nach dem Motto Kopf ab. Weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Immer. Naja, das haben wir jetzt Gott sei Dank gesehen. Ja. Diese kleinen Bäume, ne? Was das? Also das ist merkwürdig. Merkwürdig. So, du hast hier gestanden nach dem letzten Überladen. Ne? Jetzt hast du festgestellt, dass der Po die Beine hält. Und die Beine, die sind so gestellt, dass der Po nicht runterfällt. Ne? Also jetzt hast du festgestellt, du kannst nicht durchs Wasser fahren. Du musst andere Wege finden. Da wieder, ne? So. Warum kann man denn nicht dafür sorgen, dass er auf dem Feld bleibt? Ja gut, Autodrive ist ja sehr gut, was die Kollision angeht. Das erkennt ja auch Bäumchen. Da hinten ist er. Mal guck an. Da hast du noch ein ganzes Stück zu eiern. Wir müssen die Uhrzeit im Auge behalten. Wir sind im Oktober. Wie gesagt, ich will nicht, dass das dunkel wird und wir im Dunkeln arbeiten. Das ist nee. Das ist nicht meins. Echt nicht. 4.600 Euro nur noch. Ja, jetzt gibt es gleich wieder einen obendrauf, wenn die Stunde rum ist. Es wird aber trotzdem Zeit, dass wir Missionskohle langsam kassieren. Ne? Das geht so nicht. So, jetzt kommst du hier klar. Altar. Bleibst du stehen? Okay, ich denke, hier muss ich mich nicht mehr einbringen. Hier läuft es auch. Hier scheint es zu laufen. Hier scheint es zu laufen. Jetzt zu dir. Also den Supermarkt einfahren werde ich eben mit dem Ticker-Tacker-Tucker-Trecker von der Mission. Aber
Aber Leute, ich sag euch, das Feld 32, ne? Ja, ob du da hinkommst, unfallfrei, ich weiß es ja nicht. Ich tu mal so, als wenn, nämlich auf 50% runter, du kannst ruhig geschmeidiger um die Kurve. Das ist alles in Ordnung. Erster Wegpunkt. So, Fruchtumfahrung bleibt an. Einstellung für Drescher. Beim Entladen stehen bleiben aktivieren, falls ich den mal von Hand abladen muss. Geschwindigkeit. Feldarbeit kann ich auf 25 lassen. Geschwindigkeiten auf dem Feld. Du kannst dich ruhig bewegen. Wendemanöver 15 und 10. So, fahren mal hin zu Feld. Ah. Alles für ein Poppes. Ich hab nämlich vergessen, am Feld anzubinden. Ah. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dieser Anhänger hier, der ist nicht. Die sind nicht in Ordnung. Ich werde das noch mal versuchen. Ich nehme den einfach mit. Ob das hier klappt, ja. Aber beim Abladen zicken die meistens rum. Oder beim Beladen. Und das funktioniert nicht wie soll. Aber es gab ja Patches und Überarbeitungen ohne Ende. Autodrive kann das mit dem Anhängern, sowohl das B als auch Entladen, das ist nicht das Problem. So. Also was ich vergessen habe ist, ich habe das Feld angebunden soweit, aber die Zufahrt zum Feld, die habe ich vergessen anzubinden. Wieder mein Fehler, ne? Kein Cosplay-Fehler, das ist mein Fehler. Und das zu linken ist dann der Supermarkt. Ich gehe davon aus. Ja, jetzt haben wir was. Ich erinnere mich. Ne, das war richtig. Ich erinnere mich. Hey, ja. Hey, ja. I go. Hier, ne? Man muss da rückwärts ranfahren. Das ist machbar, aber nicht mit doppeltem Anhänger gespannt. Nix mit doppeltes Anhänger gespannt. Mit doppeltes gespannt von den Anhängern nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder, jetzt sind wir hier wieder gezwungen, blauer Linie zu arbeiten. Ich glaube, naja, macht das nicht so gut. Wenn blaue Linie nicht funktioniert, werden wir das umarbeiten wieder. Ne? Spannend. Und wir sind schon wieder so weit fortgeschritten in Zeit. Supermarkt. Supermarkt. So, wie weit fahren wir denn auf Blau? Komm, einen müssen wir noch. Okay. Das wird nicht witzig, sag ich euch so. Das wird nicht witzig. Die Zufahrt hier zu konstruieren. Ganz zu schweige denn davon, ob das dann mit einem LKW funktioniert, ne? Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja keine Amateure. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir sind ja absolute Chaos-Profis.
Krieg ich noch einen? Jawohl. Danke. So, jetzt muss ich auf die blaue Linie treffen. Ich muss den letzten grünen ganz dicht dran schieben. So, das Problem ist wahrscheinlich wieder nicht das Heranfahren. Das Problem wird wieder sein, da wegzukommen. Ne? Wir müssen... Ja, wie machen wir es am dümmsten? Ich stelle mich mal daneben. Weil wir haben ja unheimliche Pfaderkennungsschwierigkeiten hier in LS22 mit Autodrive. So. Das sieht so aus, als könnte das klappen. Sicherheit. Jetzt ist aber nur die Frage, ne? Ich müsste theoretisch von hier auch noch mal da dran. Auch noch mal hier dran, weil ich ja nicht weiß, wenn er abgeladen hat, wo er dann los will, ne? Ja, ja. 17 Minuten schon wieder. Ich muss ziemlich weit hier rüber, wenn ich da abbiegen will. Am besten schon von hier darüber gehen und dann. Es kann hier unter Umständen eng werden, aber naja, gut. So, mit dem Doppelanhänger schaffen wir es auf jeden Fall nicht hier rückwärts ran. Das heißt, wir werden den roten irgendwo hinstellen, wo er nicht stört. Also den mit dem roten Rand. Dann werden wir einmal einen Probelauf machen. So, dich stelle ich irgendwo hin, wo du nicht störst. 18. Ja. Ja. 18 Minuten wieder schon. So. Ja, also der normale Abfahrermodus sagt, Feld 32 und den Supermarkt muss ich noch bei Verkauf reinschieben. Eben drehen und dann testen wir das mal. Obwohl, ach, der kann gar nicht zu Feld 32 fahren. Warte, da müssen wir hier, ne? Oh, da lief die ganze Zeit lief da noch der Motor. Das ist natürlich dumm. So, ich habe hier oben ist Feld 32 ist auch wieder so riesig. Ne? Ich habe das einfach vergessen hier anzubinden. Seht ihr das? Ach, der Schwarti. Bei mir ist heute Mittwoch. Ne?
im Livestream gestern Abend. Ich hab da auch, ne? Ich war da so verwirrt. Ich hab da Klamotten vergessen. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe ja mein eigenes System immer, wie ich vorgehe, und das hat mal so ja nicht funktioniert. Ne? So. Sich das halt so anbinden, dass man von allen Seiten da dran kommt und von allen Seiten auch raus. Ja, das ist ja nicht, das ist nicht richtig so. Wir wollen, dass das eine geschmeidige Kurve irgendwie wird, ein bisschen, ne? Damit das nicht so ruckelig ist. Wenn da die Leitplanke jetzt stört, kann ich jederzeit hingehen und sagen, ich nehme die Kollision raus. Die geht wieder nicht. Das sieht besser aus. So, jetzt müsste das auch gehen. Ich stelle den mal hier hin. Mach den Motor wieder aus. Ach, wir sind schon wieder beim 21-Minuten-Video. Was ist hier? Ein Stau. Der Traktor will da rein. Der LKW blockiert. Verstehe. Kann passieren. Oh, Entschuldigung. Ah. Aber ansonsten klappt das hier auch mit den Begegnungen sehr gut. Ja, und hier ist schon wieder der Mega-Rückstau. In der Zwischenzeit hatte es natürlich Kohle gegeben. Und Fermenta. So. Das ist jetzt hier, was passieren soll. Mach den jetzt an. Nein, ich möchte, dass du da lang fährst. Und zwar zum Supermarkt. Und dann will ich mir ansehen, ob er da am Supermarkt ranfahren kann. Und auch wieder wegkommt. Ne? Was wieder wegkommt, ist meistens das Problem. Dann müsste ich es nämlich anders einfahren. Ja, mit, also ein LKW. Naja, doch, könnte klappen. Drehschema, ne? So, fährt 232. Ja, was soll ich sagen? Der erste Probelauf zumindest hat geklappt. Ich stelle den jetzt beiseite, weil als erstes muss ja der Drescher zu 32. Ein Probelauf hat geklappt. Diese Drehschemel-Geschichte ist schon immer auch eine Herausforderung. Kannst du mir sagen, was du willst? Gibt doch nichts Blöderes als Schranke. Alles läuft.
So, jetzt aber 32. Ob der alleine zum Feld kommt, ich weiß es nicht. Ich lasse ihn jetzt fahren und wir treffen uns dann am Feld 32 wieder. Und Leute, das ist riesig, das Feld, ne? Das ist echt riesig. Da sind wir schon zur Linken. Das Feld. Wenn wir gleich drauf stehen, werden wir sehen. Hier rechts, das Feld ist nicht ganz so groß, das habe ich mit angebunden. Aber das lädt immer so ein, Felder zusammenzulegen, ne? Ich glaube, das werden wir noch öfter tun. Also hier ist das Feld 32 und das geht bis da ganz unten. Ich kann nur sagen, holla die Waldfee, wa? So. Feld 32. Wir machen jetzt noch den Kurs und starten die Mission und dann müssen wir das für heute leider beenden. Shop erstellen. Sagen wir hier. Das ist nicht so weit weg. Wir haben 9 Meter. 9, 18, 27, 4. 4 Vorgewände. Wir machen weich. Alles andere ist, ne, hoch runter. Sollen wir in Beeten arbeiten? Komm, wir machen das. In Beeten. Ende nach außen. Ja. Rein überspringen müssen wir dann, wenn wir in Beeten arbeiten, nicht. Generieren. Mal gucken. Er sagt ganz einfach, wir machen das so. Feld 32. Kurs speichern. Welcher? 9 Meter. So, einschalten. Jetzt macht er hier wieder so Halligalli, ne? Warum? Warum fährt er nicht direkt? Ich meine, gut, Fruchtzerstörung. Ja, aber guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist, der bringt sich um. Der bringt sich um. Das ist, es ist natürlich nicht schlecht. Es geht darum, nicht durch die Frucht zu fahren und die Frucht nicht zu zerstören, zumindest so weit wie möglich, ja. Und er hat die Bäume erkannt. Das war ja überhaupt Wahnsinn jetzt, ne? So, 18.000 Liter passen in den Bunker. Wir gehen jetzt zum Abfahrer. Da passen 18.500 rein. Das heißt, er fährt automatisch bei jedem Überladen los. Den ist dann so. So. Ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare, gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord Community Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Discord und die Teilnahme an unserem Community Server sind ganz gratis, kostenlos. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist bei YouTube auch gratis. Im Gegensatz zu anderen Plattformen kostet euch keinen Cent und kann sich somit ebenfalls jeder leisten. Ja, hier unten fängt das Feld 32 an. Ich war, bin und bleibe der Schotte von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, immer noch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.